Moin, Servus und Gude, herzlich willkommen zu einer weiteren Schiffsvorstellung auf meinem Kanal mit einem Work-in-Progress-Schiff, einem Testschiff. Und zwar haben wir hier einen amerikanischen Kreuzer, einen schweren Kreuzer, Tier 8. Herzlich willkommen, Anchorage. So, vorab, alles was ihr hier seht, ist Work-in-Progress, alles kann sich noch ändern. Ich darf weder darüber berichten, wie ich das Schiff fand, weil es ist ein Testschiff, es wird gefahren. Ich darf auch kein Gameplay zeigen. Was ich zeigen darf, ist natürlich die Werte im Hafen. Ihr kennt's, ich sag's immer wieder gerne. So, das Schiff, oh, ich sehe gerade, ich hab's getrollt, ich habe eine Preußenflagge drauf. Aber das muss der Ami abkönnen. So, vorab, damit wir gleich mal einsteigen, was ist das hier für ein Schiff? Wir haben, Pi mal Daumen, eine Baltimore mit... Ja, mit Nebel und ja, Torpedos. Gut, kein Radar. Dafür haben wir hier die Möglichkeit, einen Hydro reinzumachen. So, das einmal ganz kurz vorab, worum es um der Anchorage oder worum es bei der Anchorage so geht. Ich habe mir hier schon mal die Baltimore rausgesucht, dann können wir uns das Schiff dann vielleicht bei den ein oder anderen Parametern da vergleichen. Vorab, das sind die Signale, die ich drauf habe. Also auch wieder Geschwindigkeit, hier Brand, Wahrscheinlichkeit plus ein bisschen Flak und so weiter und so fort. Auch, dass die Verbrauchsmaterialien schneller dabei kommen. Ich versuche hier immer so ein Setup zu machen, was auch eher dem wirklichen Kampf entspricht. Und damit haben wir dann natürlich Veränderungen bei den ganzen Werten, die wir uns nachher anschauen. Ich habe mal hier Herrn Hesley Junior drauf mit den entsprechenden Werten. Auch hier wichtig, Elite-Schütze, der ist ja noch ein bisschen besser. Bei dem Kollegen, ganz starke Arme. Und dann nochmal in die Ausrüstung. So, also hier Hauptbatterie Mod 1 dabei. Wie gesagt, wenn ich zu schnell sein sollte, einfach das Video anhalten. Hier haben wir uns mal für Hydrosuche Mod 1 entschieden. Hier, so viel auch wieder zur Turmdrehgeschwindigkeit. Hier nochmal 15% besser. Dann habe ich mich mal hier für Steuergetriebe Mod entschieden. Und hier hinten Tarnsystem. Gut. Und hier, wie gesagt, verbesserte Hydrosuche. Hat dann den Effekt, dass Ortung der Torpedos 3,5, Schiffe 5 Kilometer, Wirkungsdauer 120, Ladezeit 114 Sekunden. Kommen wir zu dem Interessanten. Nebelerzeuger. Wirkungsdauer 3 Sekunden, Dauer der Nebelwand 124 Sekunden, Ladezeit 152 Sekunden. Drei Stück an Bord. Und wir haben also hier einen auch durch den Inspekteur zusätzlich. Schauen wir uns das nochmal an. So, Torpedos. Einmal Steuerbord, einmal Backbord. Ansonsten das Setup. Zwei Türme vorne, zwei Türme hinten. Schwerer Kreuzer, hatte ich gesagt. Also 203 mm. Kurzes Panzerlayout. Es ist ähnlich, sehr vergleichbar mit einer Baltimore. Der Unterschied ist, Baltimore hat hier bei der Zitadellen Panzergürtel eine etwas andere Anordnung, aber wir schauen uns die Anchorage an. 27 mm Panzerung dort und hier 152, nochmal 102 mm. Das kurz dazu. Und dann, so, zu den Kanonen. Ich bleibe einfach mal hier drauf, kann sich jeder die Zahlen raussuchen. Ladezeit 15,5 Sekunden. Ich will jetzt nicht bei jedem Wert die Anchorage mit einer Baltimore vergleichen, aber die Ladezeit ist schlechter. Dauer für eine 180-Grad-Drehung 22,8. Wir erinnern uns, spezieller Kapitän und den Mod dabei. Streuung 141 mm, Höchstschaden 2800, Brandwahrscheinlichkeit 18%. Bei dem Setup Panzerdurchschlag der Sprengmunition 34 mm. Das heißt, wir kommen da auch wieder über diesen Schwellenwert. 32 mm, Maximalreichweite 15,6. So, das kurz zur Bewaffnung. Dann zu den Torpedos. Ja, Torpedos. Und zwar keine kleinen Torpedos mit einer geringen Laufzeit. Nein!
Die Reichweite sind 10,5 Kilometer. 2x4 hatte ich gezeigt. Steuerbord und Backbord. Hier die Werte. Ladezeit 85 Sekunden. Höchstschaden, runden wir mal auf, 20.000. Torpedoerkennbarkeit 1,4. Torpedogeschwindigkeit 66 Knoten. Flugabwehr wesentlich schlechter als zum Beispiel bei einer Baltimore. Hier ist der reine Wert 55. Nur mal kurz bei der Baltimore. Da ist der Wert 77. Aber Flugabwehr ist zurzeit ein spezielles Thema. Manövrierbarkeit 34,6 Knoten. Und Ruderstellzeit 9 Sekunden. Wer jetzt zum Beispiel sagt, naja, mit dem Nebel, ich hätte dann ganz gerne anstatt Steuergetriebe Antriebsmod, der kann das gerne machen und kommt dann eben mit einem schlechteren Wert raus und der ist 11,2 anstatt 9 Sekunden. So, und dann zu guter Letzt Verborgenheit. 10,7 Kilometer, Erkennbarkeit zur Luft 6,5 und das ist, glaube ich, auch nochmal ein Wert, weil wir einen Nebel haben. Erkennbarkeit nach Abfeuern der Hauptgeschütze im Nebel, 8 Kilometer. So, also das mal kurz in a nutshell, die Anchorage. Wie gesagt, Testschiff, alles Work in Progress. Und ja, ihr seid herzlich eingeladen, bei mir auch mal auf meinem Twitch-Kanal vorbeizuschauen. Auch der läuft unter dem Namen Helric, meist tagsüber unterwegs. Oder schaut euch ein bisschen auf meinem YouTube-Kanal an. In dem Sinne, alles Liebe, alles Gute, tüdelü, tschüss.